Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Da ich tatsächlich in der letzten Runde bei Lukas eine Menge Geld ausgeben musste und gerechnet 140 Euro. Willkommen zu einer neuen Runde. Wenn ich du wäre und in dieser Runde, meine Freunde, wird Lukas absolut knallhart von mir rangenommen. Ich habe gerade eine falsche Szene gewechselt, Lukas. Du entspannst dich jetzt mal bitte ganz kurz, ja? Ich würde sagen, Lukas, wir beginnen direkt mit der ersten Aufgabe, die auch das ganze Video so ein bisschen füllt. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir nach jeder Runde tatsächlich einen Skin im Itemshop erstmal kaufen. Das ist auf jeden Fall eine geile Idee und ich würde gerne mit dem Mobster anfangen, ja? Nein. Doch, ich hätte den gerne. Übertreib jetzt ohne Lukas, ich hätte den... Übertreibst du einfach nicht. Gut, natürlich, klar, ich verstehe das, aber ich habe auch so viel Geld für dich ausgegeben, Lukas. Und an der Stelle, ich hätte gerne den Skin. Ja, nach jeder Runde hast du gesagt, also starten wir dann doch auch direkt in die erste Runde, oder? Gut, dass wir vier Runden spielen werden. Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich jetzt erstmal ganz kurz das Telefon neben mir greifen, bei der Polizei anrufen und dich selber einweisen lassen. Nein, Spaß. Okay. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich bei der Polizei anrufen und sagen... Nein, er sagt nein, Spaß und dann nein. Kommt er wieder mit... Ich rufe nicht bei der Polizei an. Okay. Warum nicht? Oh mein Keine Gott. Keine Ahnung. Weil Wald macht seine Aufgaben nicht. Pussy, ey. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt erstmal für jeden Kill, den ich mache, in der nächsten Runde ein Kleidungsstück ausziehen, ja? Digga, spiel mit dir ein Trip Fortnite oder was? Zum Glück nicht, nein. Ich hoffe, dass ich auch nicht mehr viele Kills machen werde, weil die will absolut niemand sehen. Ja. Lukas, wenn ich du wäre, werde ich jetzt öffentlich in die AfD eintreten. Oh, Junge, Alter. Lukas? Aber sonst alles okay. Wenn ich du wäre, würde ich ein Video machen, warum die CSU gut ist. Okay, Junge. Das ist zu hart. Du hast recht, das ist zu hart. Das ist zu krass. Das können wir nicht machen, Alter. Die haben schon genug gelitten. Du hast recht, was soll ich da für ein Video machen? Da gibt's da keine Punkte. Wenn ich du wäre, würde ich mir auch noch jede Runde einfach was schenken. Also kein Skin, irgendwas anderes. Gut. Aus dem Shop. Mhm. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich fast schon sagen, ist es wieder Zeit, dass du eine Aufgabe bekommst, ne? Und ja. Habe ich dir was ganz, ganz Besonderes ausgedacht. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt tatsächlich, das meine ich 100%ig ernst, ja? Was? Ganz kurz mal deine Nachbarin anrufen, ja? Nein. Okay, warum nicht? Ich habe keine Nummer von meinen Nachbarn, jetzt mal auf Real Talk, Digga. Okay, das glaube ich dir an der Stelle nicht. Junge, ich wohne hier seit einem Monat. Warum soll ich irgendwelche... Oh, ich wollte snipen. Warum soll ich irgendwelche Nummern von Nachbarn haben? Normalerweise stellt man sich ja dann vor, ne? Ja, ich aber nicht. Ich bin abgehobener YouTuber, deswegen. Oben am Dach ist der. Hat einen Hit von mir. Lass den rippen, Digga. Sein Mate ist noch weiter weg. Vorsicht, ich bumse das Haus weg. Nee, warum? Weil ich Bock drauf hab. Digga, ich bin One-Shot, ne? Wo ist sein Mate? Wo ist sein Mate? Du hast mir einfach die Deckung gerade weggemacht, das passt. Oh, lol, der ist hinter uns. Der ist da oben. Ja. Ja! Wahrscheinlich, Digga! Er ist genau bei mir. Junge, mit dir kann man auch keine anständige Runde erspielen einfach, ne? Ja, hätte ich einfach gute Mates, wäre das ja hier was ganz anderes. Lukas, du warst wieder genockt. Lukas, ganz kurz, okay, mir reicht's. Wenn ich du wäre, würde ich gleich ganz kurz ein Video auf YouTube hochladen auf deinem Kanal. Das darfst du noch 5 Minuten wieder löschen, dass du mit Abstand der schlechteste Fortnite-Spieler der Welt bist. Und das Video geht 2 Minuten lang und du sagst, dass du die... Oder lass das Video 20 Sekunden sein. Sag einfach, auf deinem Hauptkanal lädst du dieses Video hoch, ja? Du sagst, dass du der schlechteste Fortnite-Spieler der Welt ist, dass alle meinen gottverdammten Creator-Code benutzen sollen. Kannst du nach 20 Sekunden oder nach 5 Minuten wieder offline stellen. Perfekt. Haben wir das auch schon mal geklärt, ne? Man kann es halt auch übertreiben und das werde ich nicht machen. Okay, krass. 5 Minuten, Alter. Das ist einfach nur ein Joke als Video, Lukas. Ich weiß jetzt nicht, was trotzdem, das soll. Trotzdem, aber mein normales Video. Oh, nee. Ein Geschenk. Ja! Yeah. Ja! Yeah. Yeah, Geschenk. Richtig hässlicher Skin, den spiele ich nicht mal. Ah ja, du bist ja auch dran. Du kriegst ja auch ein Geschenk von mir. Ah, hier, der getarnt Hennegleiter für 5 Euro. Den kaufen wir nochmal. Nee, nee, nee. Vive. Oh, jetzt habe ich das schon gemacht, Lukas. Mach doch was Schickeres. Blöd gelaufen, Lukas, ne? Blöd gelaufen. Also, das Video steht aus, du weißt Bescheid, ne? Ich werde es nicht hochladen, ist mir scheißegal. Okay, krass, das ist scheinbar jetzt, also ich habe das mit Gnu auch schon mal gemacht, da habe ich einfach auch ein Video für 2 Minuten hochgeladen, Lukas. Finde ich persönlich ein bisschen ehrlos, dass du deine Aufgabe jetzt nicht machst, aber das wirst du dann in den Kommentaren zu spüren bekommen, Lukas. Da du deine Aufgabe gerade verweigert hast, bin ich dann doppelt dran an der Stelle und ich würde sagen, Lukas, dann ist es an der Zeit für ein Instagram-Posting für dich, wo du tatsächlich einfach ein richtig... Kannst du mal aufhören, dass nee, also, du Lukas... irgendwo posten musst, Digga? Hallo, Lukas, sei doch mal dankbar, ich habe dich immer unterstützt, ja? Mit meiner Reichweite, jetzt darfst du aber was zurückgeben. Ist doch gut. Und zwar möchte ich, dass du ein Bild von einem Hund auf Instagram postest und schreibst, das bin ich, nutze den Creator-Code Revinzeit, kann auch nur 10 Minuten online bleiben, dann haben wir das geklärt, ja? Ich mache ein Bild von irgendeiner Flasche, die ich hier rumliegen habe. Ich habe gesagt, ein Hund, da steht, das bin ich und dann mein Creator-Code, Lukas. Die Aufgabe war klar, okay? Google, ich gebe einen Hund. Sehr schön. Also irgendein Hund. Irgendein Hund, ja. Scheißegal, welche Rasse. Ja. Kommst du bitte mit raus? Ja, chill, ich muss gerade das Bild machen. Ah, Leute, Mensch, das ist echt ein Knallerformat, kann man nicht alles sagen. Das bin ich, Punkt, Punkt, Punkt. Nutz den Creator-Code, Revinzeit. Okay, ich hab's gepostet, kannst mal gucken. Du hast gesagt, irgendein Hund. Guck mal, ich hab nämlich direkt den auf jeden Fall absolut größten Hund genommen. Revi? Warte mal ganz kurz, ich bin gerade in einem Battle.
Ah, Lukas, wo bist du? Ach Mensch, da warst du ja gerade rechtzeitig da. Sehr schön. Hab leider nichts zu bauen. Ist kein Problem. Hast du das Leben gerade gerettet? Lukas, da kommt ein Gegner von hinter uns. Guck auf Instagram. Lukas, hinter dir! Ich hab doch nur eine Sniper. Guck jetzt auf Instagram. Du meintest ja einen Hund. Rasse ist egal. Gut, Lukas, das ist tatsächlich... Okay, krass, okay. Ist gescreenshottet, Digga. Lukas, damit hast du deine Aufgabe nicht gemacht, weil ich bin kein Hund. Lukas, okay. Lukas, okay. Digga, krass, krass. Ist nicht witzig, Lukas, finde ich auch nicht cool. Ich hab jetzt noch mehr Aufgaben. Lösch das Bild bitte wieder. Ja, hab ich. Lösch das Bild wieder, Lukas. Also, ich habe jetzt noch zwei Aufgaben übrig, weil du jetzt zweimal deine Aufgabe nicht richtig gemacht hast, ne? Krass. Krass, okay, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Lukas, ja. Wenn ich du wäre, also ich habe jetzt noch zwei Aufgaben übrig. Junge, jetzt warte mal, ganz kurz. Ey, mal ganz kurz, ich hab... Hallo, Lukas, mein Skin, ich würde gerne mein Geschenk haben. Starte jetzt die Suche. So, nee, mein Geschenk, Lukas. Ich schenke dir jetzt auch nochmal ganz kurz was, und zwar hier die Spektralhacke. Die möchtest du doch bestimmt unbedingt haben. Die ist doch eine schöne Geschichte, Lukas. Und bitteschön, hier, jetzt mein Skin, Lukas, bitte. Oh, so. Warte, ich muss gerade das Geschenk annehmen, wow. Oh, Lukas, ich kann auch leider heute keine Geschenke mehr verteilen, tatsächlich. Aber du kannst das ja noch, von daher, ich hätte gerne den Sanktrum-Skin jetzt, glaube ich, ne? Ach, Lutsch, Digga, hast du längst einen bekommen. Ah, hier, guck mal hier, schön, ne? Da steht Lutsch. Ich weiß jetzt gar nicht, was das heißen soll. Aber ich würde sagen, Lukas, mach dich bereit. Und dann hast du noch zwei Aufgaben übrig. Wow, Alter, das ist echt krass. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt ganz kurz mit einem Edding das Wort Volltrottel auf den Kopf schreiben. Nein. Okay, krass, dann sind wir bei drei Aufgaben. Digga! Lukas, ohne das Spaß, kann man Digga. Abwaschen, Digga. Ich weiß nicht, was dein Problem Edding. Ist. Oh. Junge, natürlich kriegst du es abgewaschen. Entspann dich mal, du Nein. Affe. Nein, okay, dann. Okay, dann gib. Ja, okay. Na gut. Lukas, Edding? Ja, nö, brauch ich nicht. Okay, also da habe ich jetzt drei Aufgaben offen. Du verweigerst Digga. Immer weiter. Leute, krass. Guck mal, wie er übertreibt. Nee. Guck mal, das sind alles ganz Edding, normale Digga. Aufgaben. Wirklich, sind ganz normale. Ein Auto gegen eine Wand. Nee, das ist ja zu krass. Das verstehe ich ja selber. Kann ich einfach okay, nicht. Aber hast du eigentlich jetzt jedes Mal ein Kleidungsteil ausgezogen für die Kills, die ich gemacht habe für die ja, zwei? Oder? Hab ich. Ja, bist du dir da sicher? Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Okay, Lukas, pass auf. Wenn ich du wäre. Warte, würde ich zeig's jetzt... sogar hier. Mhm, okay. Zwei Socken, Digga. Beide ausgezogen. Ja. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz eine Instagram-Story machen. Digga! Warte. Ich hab ganz kurz. In meiner Folge habe ich schon Katja Krasavic. Ich würde mich gerne. Genau, Lukas. Und jetzt, Lukas, kannst du direkt eine Instagram-Story hinterher schießen. Und zwar machst du Katja Krasavic einen Heiratsantrag. Über Instagram. Mega. Lukas, lande mal hier bei mir. Hör mal auf. Das ist übertrieben mit. Ich mach Katja Krasavic keinen Heiratsantrag. Alter, vier Aufgaben jetzt in Folge, die du verweigerst. Ey, Junge! Ich hab doch eben erst eine Story gemacht. Ey, weißt du was? Ich mach sie einfach. Sehr gut. Was soll ich sagen? Katja, ich würde dich gern heiraten. Digga, ich hab hier noch Zahnpasta. Nee, ey, ohne Scheiß kann ich nicht bringen. Okay, krass. Warte. Also, wirklich. Hier sind noch Gegner. Boah, Alter, das hat gesessen. Bin ich der beste Spieler der Welt? Keine Ahnung. Ich hab voll vercheckt. Was? Meine Omi hat heute Geburtstag, Digga. Ich muss gleich noch ins Restaurant gehen. Lukas, wenn ich du, würde ich da nicht hingehen. Jetzt klebt mein ganzes Gesicht. Unten. Digga, hat der geschluckt. Hab einen. Wollte einfach der. Sei weg. Ja, wofür bist du eigentlich da? Kommt noch einer. Leute. Komm schon, kriegst du. Revi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt sterben. Ja, das haben wir die das Aufgabe. Zählt das zählt nicht. Doch, die Nein, Aufgabe habe ich. Nicht. Doch, die Aufgabe habe ich erfolgreich bestanden. Verreckt. Nee, ich habe extra die Maus gerade genau in dem Moment rausgelassen, tatsächlich. Lukas, mein Skin. Was war das für ein Timing? Lukas, mein Skin. Revi, mein Geschenk. Achso, ich kann leider nicht mehr, weil ich habe schon mein Geschenkelimit erreicht. Ich kann erreicht, leider also. Auch nicht mehr, ich hab's auch Doch, schon erreicht. Doch, du hast nämlich drei frei und du hast mir erst zwei Sachen geschenkt heute, Lukas. Nee, auch ärgerlich. Gut, dann machen wir jetzt eine Aufnahme, dass du das tatsächlich erreicht hast, damit ich das sehe. Ja? Ja. Ansonsten, Lukas, hast du gelogen und dann wird dir die Ehre weggenommen. Also eigentlich bist du auch mit fünf Aufgaben im Rückstand. Lukas, schenk mir bitte den Skin. Ich sag dir eins. Ja. In der nächsten Folge, die wir beide aufnehmen. Ja. Ah, guck mal wirst hier. Wirst du pleite. Auch ziemlich hässlich der Skin, wa? Wollte ich gar nicht haben. Wirst du pleite. Egal. Okay, krass. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir tatsächlich jetzt, warte mal, ich gebe da nämlich eine ganz lustige Sache und zwar. Ah, Lukas, es gibt hier Gold auf Amazon zu kaufen. Ein Goldbarren, 1 Gramm für 63 Euro. Kriegst du nicht. Lukas, ich habe in der letzten Folge 100 Euro für dich ausgegeben. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt ganz kurz einfach Gold auf Amazon kaufen. Kauf dir kein Gold. Okay, krass, Lukas. Also, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja, also, es sind 70 Euro nicht. Jetzt, Lukas. Es sind 70 Euro, ne? Kauf dir. Ich habe in der letzten Runde habe ich für dich 140 Euro ausgegeben. Wir sind nicht mal bei der Hälfte, nur dass du es weißt. 1 Gramm Gold, Lukas. Das ist eine feine Wertanlage. Kriege ich das jetzt oder nicht? Ja, in den Einkaufswagen. Bestell das und schick's dir dann. Da ich jetzt lang genug dran schick's gewesen bin, würde ich sagen, bist du jetzt erstmal dran, Kollege, ja? Kommt morgen an. Mhm. Leute, schreibt mal bitte Aufgaben in die Kommentare. Auch bei Revi in die Kommentare. Mir scheißegal. Das ist ja mein Video. Also, natürlich schreibt jetzt bei mir in die Kommentare. Alter. Schreib mal rein, wie ich Revi komplett auseinandernehmen kann. Okay, warum bist du jetzt so sauer? Keine Lukas? Ahnung. Ja, keine Ahnung. Wenn ich du wäre, sag einmal Hallo. Hallo. Ja. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz meine Oma anrufen und sagen, dass du keinen Bock hast, dem Geburtstag zu gehen. Nee. Ey, pass mal auf. Meine Omi wird 89 und die versteht das nicht. Die versteht die Ironie nicht. Spricht die kein Deutsch oder wie? Nee, die spricht nur
Deutsch. Das ist echt zu hart. Stell mal vor, die heult oder ja, okay, nee, das ist zu krass, das ist zu krass. Da hast du recht. Aber alleine, dass Waffe? Du das vorschlägst, Digga, da sagt schon wieder alles aus. Nee, ich habe keine Waffe. Das ist ultra low. Bei dir? Bei denen immer unter Rushen, Digga. Hab einen. Gib mir eine Aufgabe, das ist auch bei der letzte Runde, ich mache nicht noch eine. Okay, warum? Deswegen. Krass. Gib mir eine Aufgabe. Wenn ich du wäre, würde ich mir gleich einfach ein richtig dickes Stück Kuchen gönnen und meinen Kopf da reinhauen bei deiner Oma am Geburtstag, wieder von ein Foto schicken. Wenn ich du wäre, würde ich gleich einfach ein richtig dickes Stück Kuchen essen, okay? Das ich sag's dir so, warte, mit dem Gold hör mir hast zu. Du übertrieben, ganz einfach. Mir das schmecken lassen, okay? Und mir davon ein Bild schicken, wie lecker doch der Kuchen ist. Ich möchte gar nicht mehr, ich möchte nur ein Bild von dir haben, wie du den Kuchen isst, okay? Wir gehen in eine Brauerei essen, da gibt's keinen Kuchen. Was auch immer du da isst, mach davon ein Foto mit dir und deinem Essen, Lukas. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Ja, ist okay. Einer ist low, Lukas, einer ist low. Der andere ist low, der andere ist low. Komm runter zu mir, hat 150er bekommen. Der hielt ihn hier gerade, hier drinne. Keine Money. Hau auf und kill deinen Mann. Junge, bist du ein... Oh mein Gott, Alter. Hups. Oh mein Gott, bist du ein peinlicher Spieler, Lukas, wirklich. Also ganz ehrlich, Lukas, du hast sehr viele Sachen einfach tatsächlich komplett verkackt. Also du hast wirklich mehrere Aufgaben hier nicht angenommen. Aber Lukas, wir haben, glaube ich, ich krieg noch einen Skin von dir, wie gesagt. Ah nee, habe ich schon. Sehr gut, Lukas. Dann sind wir, glaube ich, durch, oder? Ja, ich schenke jetzt auch nicht noch einen Skin. Schön. Ah, da brauchst du ja auch nicht. Kannst ja nur 3 verschenken an einem Tag. Also Leute, wenn ich du wäre, bis ich pleite bin, Grüße gehen raus an der Vive und seine Mutter. Tollen Sohn haben sie da gemacht, wirklich. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schaut gerne bei Lukas vorbei. Macht's gut, haut rein. Das war die letzte Folge mit mir auch. Tschüss. Korrekt.